bitte in 300 Metern den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen und der B460 weiter folgen. Bitte den Kreisverkehr an der vierten Ausfahrt verlassen. Bitte 1200 Meter der B460 folgen. Bitte in 600 Metern rechts abbiegen auf die A5 in Richtung Karlsruhe. Jetzt rechts abbiegen. Bitte 26 Kilometer der A5 folgen.
demnächst an der Ausfahrt Heidelberg rechts abfahren. Bitte in 1000 Metern an der Ausfahrt Heidelberg rechts abfahren und der A656 folgen in Richtung Heidelberg. Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. Jetzt links fahren und danach rechts fahren. Jetzt rechts fahren und danach links fahren. Jetzt links fahren. Bitte in 500 Metern links fahren und der B37 weiter folgen. Jetzt links fahren.
bitte in 300 Metern links fahren und der B37 weiter folgen. Jetzt links fahren. Bitte in 400 Metern links fahren und der B37 weiter folgen. Jetzt links fahren. Bitte 5 Kilometer der B37 folgen.
Bitte in 400 Metern rechts fahren auf die Ziegelhäuserbrücke. Jetzt rechts fahren und danach links abbiegen auf die Ziegelhäuserbrücke. Jetzt links abbiegen. Bitte 5 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Thank you.
bitte in 350 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und der B37 weiter folgen in Richtung Moosbach. Bitte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Bitte 18 Kilometer der B37 folgen.